Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Mass Effect 2. Oder Mass Effect. Heißt ja jetzt alles anders. Augenbrauen. So, wir sind gerade dabei, unsere Shepard neu zu gestalten. Die alte war ja nicht ganz so. Die hübsche. So. Wobei, diese hat jetzt wirklich schon wieder sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit meiner alten Shepard tatsächlich. Oh, ich möchte bitte die. So. Make-up? Rougefarbe. Ich bin eigentlich kein Schminktyp. Also ich schminke mich tatsächlich. Aber ich finde, als Soldat, als Soldat sollte man... Das war eine Lippenstiftfarbe, das sehen? Naja. Ich weiß nicht, warum sollte ich mich schminken? Okay. Die Augen sehen jetzt aber hässlich aus. Aber ich finde es an sich schwachsinnig. Ich lasse jetzt so, weil dann sehen die Augen ein bisschen natürlicher aus, als wenn so tatsächlich. Ja. Die sieht schon ziemlich ähnlich nach dem alten aus, aber die sieht auf jeden Fall auch besser aus, finde ich. Ja. So. Soldat. Jetzt muss ich mich nochmal wieder durch die... Klassen durchlesen, weil ich natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Ahnung habe von dem, wie das Spiel so abläuft, was man machen kann und alles. Hochrangig, also ich lese mir das jetzt einfach mal alles durch und entscheide dann, was ich jetzt sein möchte. Soldat. Hochrangige Agenten sind mit Okular-Synapsen-Prozessoren ausgerüstet, die beim Konzentrieren auf Ziele eine tödliche Präzision ermöglichen. Ausgebildete Kräfte, Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Waffenausbildung, Sturmgewehr und Schrotflinte. Präzisionsgewehr und schwere Pistole. Munitionsausbildung ist Brandkreon-Disruptor. Soldaten sind reine Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder effektiver, wenn es darum geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Soldaten haben die umfassendste Waffenausbildung und können jede Art von Spezialmunition verwenden. Dann haben wir den Infiltrator, ja. Infiltratoren sind mit einem Tarnsystem ausgerüstet, mit dem sie sich kurzzeitig der Entdeckung entziehen können, was ihnen einen klaren taktischen Vorteil verschafft. Ausgebildete Kräfte, taktische Tarnung, Verbrennung, KI, Haken, Waffenausbildung, Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Maschinenpistole, Munitionsausbildung, Kryo und Disruptor, ich weiß gar nicht, was Disruptor sein soll. Infiltratoren sind Tech- und Kampfspezialisten mit den einzigartigen Fähigkeiten, sich vor visueller und technologischer Entdeckung zu schützen. Sie sind auf jede Entfernung tödlich mit einer guten Waffenausbildung und Kräften, die jedem Gegner gewachsen sind. Frontkämpfer. Frontkämpfer sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch sie einen biotischen Sturmangriff ausführen können, der den Gegner zum einen mit großer Gewalt trifft und den Frontkämpfer zum anderen direkt in Nahkampfreichweite bringt. Ja, lesen ist manchmal nicht so einfach, ne? Ausgebildete Kräfte, biotischer Sturmangriff, ziehen Schockwelle und Waffenausbildung, Schrotflinte, schwere Pistole, Maschinenpistole, Munitionsausbildung, Brand und Kryo. Frontkämpfer werden wegen ihres risikoreichen und meist recht erfolgreichen Kampfstils gefürchtet. Sie nähern sich dem Feind sehr schnell und vernichten ihn dann aus kurzer Distanz mit Waffen und biotischen Fähigkeiten. Nein, ich möchte nicht so nah dran kommen. Wächter verfügen über das fortschrittliche ablative Panzerungssystem, das es gibt, und sind damit optimal geschützt. Im Falle einer Überlastung betäubt das System alle Feinde in unmittelbarer Nähe. Ausgebildete Kräfte, Tech-Panzerung, Werfen und Warp. Überlastung, Kryostrahl. Waffenausbildung, schwere Pistole und Maschinenpistole. Wächter sind einzigartig, denn sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Beides beherrschen sie nicht ganz so gut wie Experten und Techniker, aber sie sind enorm vielseitig und kommen mit jeder Situation zurecht. Experten. Experten haben L5X-Implantate, die eine Mikrosingularität erzeugen können. Was ist denn heute los? Wahrscheinlich habe ich irgend so einen kleinen Tänzer auf der Zunge, weswegen ich auch über diese Wörter die ganze Zeit stolper, die feinen Schaden zufügt und sie in die Luft zieht. Ausgebildete Kräfte, Singularität, Warp, Werfen, Ziehen, Schockwelle.
glaube, sowas war ich auch, ne? Waffenausbildung, schwere Pistole, Maschinenpistole. Experten sind Biotik-Spezialisten, die Feinde mit purer biotischer Kraft ausschalten und töten können. Sie verfügen zwar nicht über eine umfassende Kampfausbildung, aber wenn es darum geht, Feinde zu besiegen, ohne dass ein Schuss fällt, sind sie die erste Wahl. Techniker. Techniker können Kampfdrohnen einsetzen, die Feinde ablenken oder aus der Deckung zwingen. Kampfdrohnenüberlastung, Verbrennen, KI-Hacken, Kryostahl, Strahl, Waffenausbildung, schwere Pistole und Maschinenpistole. Techniker sind Tech-Spezialisten und die einzige Klasse, die auf dem Schlachtfeld Kampfdrohnen einsetzen kann. Wenn es darum geht, die feindliche Verteidigung zu durchbrechen und Gegner außer Gefecht zu setzen, sind sie eindeutig die effektivste Klasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Wächter, weil das ist ja so ein Mischmasch aus Experte und Techniker und ich liebe das mit diesen biotischen Kräften so umzuhantieren, deswegen werde ich einfach Wächter nehmen. Maskerade, Name Maskerade Shepard, Herkunft Kolonist, Ruf Kriegsheld, Klasse Wächter. Jo. Sobald sie bestätigen, dass ihr Charakter fertig ist, können sie keine Veränderungen mehr vornehmen. Ja, damit müssen wir leben. Das haben wir auch geschafft, als wir Mass Effect 1 gespielt haben. Da hatte ich auch keine Ahnung von nichts und... Sie reagiert auf externe Stimuli. Sie nimmt ihre Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, sie wacht auf. Hallo, wer seid ihr denn? Wilson, sie ist nicht so weit. Geben Sie das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Aua. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Was macht ihr mit mir? Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten sie beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Aber wenn man Schätzwerte... können ja nicht richtig oder falsch sein, weil Schätzungen sind ja immer nur Schätzungen. Das ist ja nichts Festes. Aufwachen, Commander. Ach, jetzt darf ich wach werden. Was? Wieso habe ich denn so Namen im Gesicht? Hören Sie mich raus aus dem Bett sofort. Die Anlage wird angegriffen. Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. Mann, sehen wir scheiße aus. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell. Toll. Greifen Sie sich die Pistole und die Panzerung aus dem Spind. Wir haben keine Zeit auf irgendwas zu warten, Shepard. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und die Panzerung. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus... Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Okay. Es wird jetzt ein bisschen erklärt, was zu tun ist. Jemand Steuerung. Hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. So. Achtung! Ah. Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Seit wann kann man nachladen? Man hatte doch immer nur eine Überhitzung, oder? Okay, man geht einfach drüber und dann hat man die, die Munition. Ich gehe jetzt auch einfach weiter. Und was muss ich hier drücken? F? Nein, F ist schlagen. Ach, mit Leertaste, okay. Shepard, Sicherheitsmechs nähern sich ihrer Position. Suchen Sie sie, gehen Sie kein Risiko ein. Bleiben Sie in Deckung, während Sie die Mechs ausschalten. Ich weiß nicht. Oh. Jonas? Wieso kannst du dich denn da... Oh, mit Blut oder? Deine Energieversorgung um. Haben angegriffen. Das System. Gute Arbeit, Shepard. Wieso kann man denn. Wieso kann sie jetzt hierher laufen und gerade ging das nicht? Das finde ich eine große Frechheit. Wohin muss ich denn? Mal eine andere Frage. Wohin muss ich? Was ist mit dieser Miranda? Die ist mir irgendwie zu böse. Also, ich weiß nicht. Am Anfang wirkt das ja schon so.
dass sie nicht so die Nette ist. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, links oder rechts. Aber hier ist noch... Was ist denn das? Sind wir voll, oder was? Ah ja, okay. 60 Magazine mit 12 Schuss jeweils. Okay, verstanden. Keine Zeit verschwenden. Ich kann die Max nicht lange ablenken. Okay. Ich habe aber Angst. Neue Verstärkung in ihre Richtung und... Da kommen was? Die Max. Schalten Sie sie mit dem Granatwerfer aus. Die Tür ist verschlossen. Hä? Hä? Bewegen Sie Ihre Maus über die Waffenleiste und dann den Granatenwerfer. Mhm. Wo ist denn meine Waffen? Sie haben uns gesehen. Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Okay, mit dem Mausrad geht das immer wieder. Beeilung, zur Tür, schnell! Ach, zu rennen, okay. Das Supertrat. Geben Sie den nächsten Raum. Ich schaue Sie dort. Ist ein bisschen. Hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. Wie? Was ist das? Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. Aha. Log-Update. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümpchen in meine Richtung schiebt. Nein! Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte. Okay. Scheint sich aber zu erholen. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Was? Entriege. Was? Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, werden Sie... Ach so, okay. Ah, okay. I got it. Ist ja gar nicht stressig. War das nicht das gleiche hier? Was war das? Das? Ich dachte, da oben ist eine Zeit, okay. Ah! Credits erhalten. What's that? Kann ich mir nicht angucken. Ist das eigentlich immer noch so auf F5 Spiel gespeichert? Jawoll! Komme ich hierher? Ja. Orientierung? Ja. Hallo! Log-Update. Miranda ist mir ein Rätsel. Als Projektleiterin sollte sie angesichts unserer Fortschritte etwas mehr Begeisterung zeigen. Aber sie ist und bleibt eiskalt. Vielleicht macht sie sich Sorgen, dass Shepard hier zum neuen Liebling wird. Oder sie ist einfach nur ein kaltherziges Miststück. Wohl eher das. Shepard, was zum Teufel? Das muss wehtun! Komm nur rüber! Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße.
Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Juhu! Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden sie getötet. Sie waren mausetot, als man sie hierher brachte. Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in Ihrem Leben. Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Keine Ahnung, und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Na gut. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Aber können wir nicht unsere eigenen... Ach, mit der Umschalttaste geht das. Ach, das ist jetzt eher okay. Was hat er denn für Fähigkeiten? Diese Waffe benutzt bereits diese Munitionsart. Ziehen, hebt Pfeile hoch und macht sie hilflos, wenn sie... Was ist das jetzt? Aber ich finde es mal schön, im Vergleich zum ersten Teil gibt es hier wenigstens eine Erklärung, wie das funktioniert. Was ist das? Okay. Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich Sie das erste Mal gesehen habe, waren Sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man Sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, Sie zurückzubringen. Nur Sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Ach, ich bin schon eine reiche Frau. So an sich. Eine sehr wertschätzungsreiche Frau. Wertschätzungsreiche Frau, ja. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Waren bestimmt die Gavs. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen... Auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Die sprechen alles anders aus wie als in dem ersten Teil. Die sprechen das jetzt alles ein bisschen mehr englischmäßig aus. Finde ich total lustig, aber versteht man nicht, woher sowas kommt. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Schaffen wir. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Tja, jetzt hat er ja noch genügend an Zielübungen.
Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Juhu. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. So, jetzt haben wir alles durchgefragt und jetzt sagen wir mal, wir verschwinden von hier und damit endet auch die Folge. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal, Sie müssen sie da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der leitende Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Alright, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.